Hallo, ihr Lieben. Heute gibt's wieder was schön Schnelles. Ich weiß, ihr mögt das genauso wie ich. Und ich werde jetzt auch so langsam anfangen mit dem Winter- bzw. Weihnachtlichen. Wird aber wahrscheinlich nicht ausschließlich jetzt nur noch kommen. Also, da kommen zwischendurch auch andere Sachen. Auch natürlich eure Wünsche. Wie zum Beispiel letztens die Babykarte oder die ATC-Karte oder für Halloween kam schon was. Wie gesagt, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die gerne äußern. Und die packe ich dann immer mal wieder so zwischen rein. So, ich habe schon was vorbereitet. Wie gesagt, wieder schön schnell und einfach. Maße habt da unten. Und das ist jetzt Meeresgrün. Ja, Meeresgrün. Also ein dunkles Grün. Das könnt ihr natürlich wieder variieren, wie ihr das macht. Und mehr brauchen wir auch gar nicht mehr davon. Ich habe nämlich schon was vorgestanzt und ich möchte euch auch noch was erzählen. Und das hat zu tun mit dem Shop Little Eyelet. Das habt ihr ja schon mal gehört von mir. Dort habe ich mir ja die kleine Sidekick bestellt und ihr euch auch. Also viele von euch haben die sich dann auch bestellt und sind zufrieden, also wie ich gehört habe. Ich bin ja auch sehr zufrieden damit. Irgendwie sitze ich sehr tief gerade. Ich muss meinen Stuhl höher machen. So, ich habe mir in der gleichen Farbe ausgestanzt mit den bestickten Rechtecken. Das war die größte. Genau, das war die größte Form. Und die kommt dann hier mit drauf. Das können wir eigentlich auch schon aufkleben, weil der Rest, den machen wir so. Ich muss gerade meine Glöckchen beiseite räumen. Also. Der Shop Little Eyelet. Ihr wisst ja, ich hatte ja dann mit den Inhabern gesprochen und hatte ja auch was zugeschickt bekommen. Und er schrieb mich dann nochmal an und hatte die Idee, ein Partnerprogramm zu machen. Das heißt, ihr kennt das wahrscheinlich schon von anderen YouTubern. Die machen solche Partnerprogramms mit, ich kenne es mit Amazon. Ihr kennt wahrscheinlich diese Affiliate-Links oder wie die heißen. Ja, diese Affiliate-Links, die sie immer unten in der Infobox haben, dass wenn ihr was über diesen Link kauft, dass sie eine kleine Provision bekommen. Das ist bei mir mit diesem Shop Little Eyelet genauso. Das heißt, ich packe euch unten in die Infobox einen Link. Und wenn ihr über diesen Link dann was bestellt, ihr müsst nicht das bestellen, was ich verlinkt habe, also nicht dieses Produkt. Ich packe euch aber auch den generellen Link dazu unten rein. Kriege ich eine kleine Provision. Das wird für euch nicht teurer, es hat für euch keine Nachteile, sondern ich kriege dann einen kleinen Betrag, einen Mini-Betrag dafür, dass, ne, ihr darüber bestellt. Genau, das hat sich der liebe Inhaber bzw. die Eheleute haben sich das ausgedacht. Und das wollte ich euch mal mitteilen. Also das heißt, ich packe euch das unten in die Infobox und wenn ihr darüber was bestellt, freue ich mich ganz dolle natürlich. Ich wollte gerade noch was zwischendurch sagen. Wir brauchen die Handstanze. Jetzt komme ich nämlich nicht auf den Namen. Moment, ich hab's gleich. Stanze Nadelbaum heißt sie, genau. Das ist diese Tannenbaumstanze. Die brauchen wir jetzt. Und Designerpapier. Ihr könnt natürlich jedes Designerpapier verwenden, was ihr möchtet. Ich nehme dieses da. Heißt festliche Karos. Das ist ja dieses 6x6 Papier, na, was hinten so ein bisschen schimmert. Und ich habe mir hier schon ein paar rausgesucht. Ich hoffe, das sind die. Genau. Und aus diesen sechs stanze ich mir jetzt jeweils einen Tannenbaum. So. Also, wie gesagt, für euch hat es keine Nachteile. Nur ich kriege einen kleinen Betrag. Ja, und ich bin auch immer noch sehr zufrieden mit meiner Sidekick und bin froh, wenn ich damit spielen kann. Ich suche mir dann schon immer Sachen, die ich damit ausstanzen kann. Also guckt euch einfach mal um in den Shop. Und jetzt war es weg. Und. Da war noch ein Und. So konzentriert, dass ich hier in die Ecke stanze.
Wahnsinn. So, jetzt habe ich mir die 6 ausgestanzt. Ich hoffe, das sind schon so die richtigen Farben, wie ich mir das dachte. Und die kleben wir jetzt auf. So. Auch nicht schlecht. Die könnt ihr natürlich auch als Schablone benutzen, ne? Nur mal so nebenbei. Zum Beispiel mit Strukturpaste oder ähnlichem. So. Weggepackt. So, jetzt können wir uns das anordnen. Oh, wie wollte ich es mir denn anordnen? Ich hatte da eine Reihenfolge. Ha. Ich wollte das in einer bestimmten Reihenfolge anordnen. So ungefähr habe ich mir das gedacht. Ungefähr. Ich wusste jetzt die Reihenfolge nicht mehr. So, die kleben wir jetzt fest. Wollte aber auch 3 von denen höher kleben. Ich nehme mal die 3 jetzt einfach, damit die hochkommen. Also einmal gießen. Ich habe das Licht jetzt mal tiefer genommen. Da könnt mir mal sagen, ob das besser ist, ob ihr jetzt mehr seht. Aber manchmal kommt es mir wirklich, ich sage das fast jedem Video, es tut mir ja schon leid, aber mir kommt das irgendwie dunkel rüber, ich weiß nicht. Oder es täuscht, keine Ahnung. So. Kleben wir den so an. Ja, ihr seht, schnell. Ja, ohne groß Schnickschnack. Ohne hier groß mit Hintergrund rumgematsche, wollte ich gerade sagen. Nee, mir macht das ja auch Spaß. Also so ist ja nicht. Aber mal was Schnelles so zwischendurch ist schon nicht schlecht. So. Ich finde das immer schwierig, wenn man so mehrere Sachen hat, die dann anzuordnen, so dass die dann auch halbwegs gleichen Abstand haben. Schwierig, schwierig. So, den muss ich jetzt da drunter kleben. Zack, einfach mit der Spitze da drunter. So, und die machen wir auch noch höher. Wie gesagt, es ist ja euch überlassen wieder, welche Farben ihr nutzt. Ja, manche sagen ja, nur rot, rot-grün ist nie meins oder so. Dann nehmt ihr einfach einen anderen Kartenrohling. Kann man natürlich auch ganz anders machen, ne? So. Moment, bleibst hier. Okay. So, jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Spruch. Da nehmen wir. So, ich nehme jetzt aus dem Set Tannen und Karos, was ja passend dazu ist, dieses Weihnachtspost für dich. Und das wollte ich mir dann auch noch ausstanzen. Auch so jungfräulich. So. Das einmal hier drauf. Das mache ich mit einem Grünton. Was haben wir denn hier so schönes? Meeresgrün würde ich jetzt nie nochmal nehmen wollen. Ich nehme jetzt mal Waldmoos. Schauen wir mal, wie schön das ist. So, und einmal hier drauf. Ich will es ja danach ausstanzen. Oh, schön. Oh, das ist ein schönes Grün. Guckt mal, das ist doch schick. Das ist doch schönes Grün. Sehr, sehr schön. So, wie gesagt, noch ausstanzen. Dafür nehme ich, wie soll es auch anders sein? Es ist einfach ein schönes Spielzeug. Und aus zauberhafte Zweige nehme ich zurzeit gerne dieses hier, dieses Ding. Ach, jetzt habe ich ja frohe Weihnachten genommen. Ich bin ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Na gut, dann nehmen wir jetzt frohe Weihnachten. Jetzt habe ich das Falsche gegriffen. Wie schnell ich das auch sehe, ne? Oh Mann. Egal, nehmen wir jetzt frohe Weihnachten. Ich wollte ja eigentlich Weihnachtspost nehmen. Da war ich jetzt wahrscheinlich in Gedanken schon weiter. Aber nun gut, auch nicht schlimm.
Auch nicht schlimm, auch nicht schlimm. So, einmal Platte, einmal stanzen und einmal Platte. So, kurbeldi, kurbeldi. Ich hoffe, ihr wackelt dann nicht immer so dolle. Tup, 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 tup. So, schon fertig. Dann kann ich wieder weg. Lass los. Da jetzt hier an der Seite noch Löcher sind, können wir... Ich habe meinen Mülleimer umgestellt. War eine blöde Idee. So. War eine blöde Idee. Na eben, jetzt habe ich alles hier unten hingeworfen und der steht da gar nicht mehr. Aha, nein. Oh mein Gott. So. Das kommt dann hier drauf. Irgendwas verabschiedet sich hier gerade. Ja, das kommt dann hier so hin, wo ihr möchtet. Aber zuerst machen wir noch ein Glöckchen dran. Ein Glöckchen. Ich nehme einfach einen Leinfaden. Und das ist das, was ihr am Anfang gehört habt. Ich habe hier meine Glöckchensammlung. Die wäre ein bisschen groß. Da kann man sich natürlich auch noch entscheiden, welche Farbe man nimmt. Ach ja, die ist ganz gut. Hier sind auch noch welche drin. Ach, Glöckchen zu Weihnachten sind schön. So, jetzt brauchen wir noch ein Schleifchen drumherum. Wenn ich es denn schaffe. Ihr wisst ja, ich und Schleifchen, ne? Schauen wir mal. Ich mache jetzt einfach mal erstmal Knoten. So. Erstmal Knoten. Und dann fülle ich das auf. Ich glaube, ich muss dieses Jahr noch ein paar Glöckchen bestellen. Ein bisschen wenig. So, auffädeln und dann mache ich einfach nochmal einen Knoten und dann ein Schleifchen. Zack. Und die Schleife kommt schon. Hä? Einmal Fingerbrechen inklusive. Ja. Ist ganz hübsch geworden. Kann man so lassen. Zap, zap, einmal weg. Und jetzt... Ach, das klingt so schön. Und jetzt auch noch aufkleben. Soll auch noch ein bisschen höher kommen. Das heißt, ich mache dort und da unten Klebepads. Da wir ja auch nicht so viel brauchen, nämlich die Ränder. Also, was habe ich gesagt? Oben... Moment, der wird wahrscheinlich auch reichen. Ich schneide den nochmal durch. Also einmal hier oben und einmal hier unten. So, das wird wahrscheinlich reichen. Du sollst kleben bleiben. So. Kann ich jetzt wieder runterschmeißen hier. Und dann kommt das hier noch drauf. So, ich hoffe, es ist gerade, ja, so halbwegs, ne? So, und da ja nur, wo es nicht fehlen dürfen, probiere ich jetzt noch was aus. Ich hoffe, dass es schön aussieht. Ich dachte mir, mit den Nuvos vielleicht eine Lichterkette hier unten. Einfach ausprobieren. Wenn nicht, dann kann ich es immer noch wegwischen. Ich nehme hier dieses Pale Gold, mache nur ganz kleine Tupsel hin und versuche hier wie so eine... Ja, wie so eine Kette. Ne? Kennt ihr ja diese Christbaumketten? Oh, jetzt war ich zu niedrig. Egal, macht nichts. Na, das ist doch ganz hübsch. Dann mache ich das hier bei dem links oben auch noch. Dass sich das nochmal wiederholt. So. So. Oh komm, hier machen wir noch einen rein. Soll der Geiz. Das ist ja wirklich nur ganz minimal. So, ihr Lieben, wir haben fertig. Das ist ja nur wirklich ganz, ganz dünn. Na? So, wie gesagt, der Spruch, naja, nun gut. Was soll's? Sollte ja eigentlich der andere sein. Aber okay. Jetzt muss ich gerade mal das Licht anders machen. So. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Okay.
So, schaut mal, ist doch ganz niedlich geworden. Und es klingelt. Ah, schön. Süß. Wie gesagt, Farbkombination ist wieder euch überlassen. Ihr könnt auch anderes Designerpapier nehmen. Vielleicht auch eine andere Stanze, natürlich. Aber das Glöckchen, ach, das Glöckchen ist echt süß. Ja, hier unten bin ich ein bisschen abgedriftet, ne? Auch hier oben so ein bisschen. Aber meine Güte, was soll's? Muss ja nicht immer alles akkurat und alles gerade sein. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wie ihr seht, wieder ganz schnell und einfach. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ganz viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Video. Tschüss!